Hola juntos y bienvenidos para el curso intensivo de la T101. Danke, Google-Übersetzer. Wenn ihr die C101 gekauft habt, dann habt ihr damit effektiv zwei Flugzeuge bekommen. Die C101EB, die haben wir uns im letzten Teil angeguckt, und die C101CC, die schauen wir uns in diesem Teil an. Die EB ist die Version ohne Bewaffnung, die CC ist die Version der C101, die auch Bewaffnung mitführen kann. Ich konnte das am Anfang echt nicht auseinanderhalten, das war bei mir wie links und rechts. Ich habe es mir effektiv gemerkt wie CC wie Kaboom Kaboom. Das war so ein bisschen meine Eselsbrücke. Die Unterschiede im Cockpit sind gar nicht so groß, wenn wir uns hier mal umgucken. Es sieht alles ein bisschen dichter und gedrängter aus, aber es kommt einem doch irgendwie ein bisschen bekannt vor, wenn man die EB schon ein wenig geflogen ist. Und damit steigen wir auch direkt ein. Der Startup in der CC funktioniert genauso wie in der EB, deshalb machen wir das jetzt einmal in aller Kürze. Wir brauchen dazu Ground Power, die kriegen wir von außen mit Raute F8, F2 und F1. Chief, turn on the ground power. Copy. Daraufhin erscheint gleich dort hinten ein kleiner Generator. Da ist er, den kennt man aus der EB schon. Warten, bis das Licht angeht. GPU anmachen. Wenn die GPU an ist, machen wir die Batterien an, den Generator, den Inverter und den Bus-Tie-Switch. Master Warning einmal quittieren, Master Caution auch. Ich mache direkt hier unten das Oxygen mit an und ein bisschen Floodlight, damit wir auch ein bisschen was sehen. Und dann können wir auch im Prinzip schon das Triebwerk starten. Dazu machen wir alle Treibstoffpumpen an, alle dieser Schelterchen in die vordere Position. Treibstoffpumpe an sich an, Fuel Shutoff Valve wieder öffnen und wir können das Triebwerk starten, den Engine Start Schalter 2 Sekunden lang gedrückt lassen, kurz warten bis hier 10% N2 sind und mit rechts Alt und Position 1 den Schubhebel in die Idle-Stellung bewegen, daraufhin fährt das Triebwerk hoch. Ich mache schon mal das Canopy zu in der Zeit. Canopy zu und verriegelt, Triebwerk ist im Prinzip stabilisiert. Na, jetzt aber stabilisiert. Generatorwarnlampe blinkt noch, weil wir die Ground Power noch dran haben. Die mache ich jetzt wieder aus. Jetzt sind wir komplett auf internem Strom. Und wir können den Generator hinten links wieder abstöpseln. Zuvor aber das Funkgerät einmal auf Intercom stellen. Den Drehregler hier unten von VHF, UHF nach Int wie Intercom stellen. Und wir können mit Raute F8... F2 und nochmal F2, den Crew Chief bitten, den Generator wegzufahren. Copy. Ground power is now off. Generator ist weg, super, dann kann ich das hier wieder auf VHF, UHF stellen und bin im Prinzip fertig. Ich mache noch die Anti-Collision Lights an, Nav Lights auf Bright, Floodlight brauchen wir nicht mehr, dafür mache ich hier ein bisschen Konsolenlicht und Instrumentenlicht an. Im Prinzip sind wir jetzt mehr oder weniger good to go. Wir müssen noch auf das System warten, auf den HSI und auf den RMI, der sich ausgependelt hat und aligned hat. Wir stehen gerade auf jeden Fall nicht so kurz nach Norden. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Sobald die aligned sind, können wir aber im Prinzip losfahren. Da hat er fertig aligned. Super. Das heißt, wir können jetzt im Prinzip losfahren. Ich fahre jetzt erstmal aus diesem düsteren Hangar hier raus. Sie fährt sich selbstverständlich genauso wie die C101EB. Das heißt, ihr fahrt auch dieses Flugzeug mit Differentialbremse. Komm schon, roll los. Habe ich hier noch... Ja, das, was ich immer wieder vergesse, was in keiner Checkliste steht, wir müssen natürlich noch die Parkbremse rausnehmen. Einmal diesen Hebel rein und jetzt aber losrollen, bitte. Na, geht doch. Dankeschön. So, wo war ich stehen geblieben? Genau, ihr fahrt per Differentialbremse und nicht mit Nosewheel Steering. Ihr habt nur ein Castering Nosewheel, das heißt ein frei bewegliches Bugrad. Und müsst halt dementsprechend links oder rechts bremsen, um zu steuern, wenn ihr die EB ein bisschen geflogen seid, ein bisschen gerollt seid und auch den Crashkurs damit gemacht habt. Da habe ich das auch erklärt. So, während ich auf die Startbahn rolle, schon mal den Rückspiegel an. Landelichter raus. Klappen auf die Startposition
Und wir können im Prinzip abheben. Hier gibt es nichts Ungewohntes, wenn man die EB schon ein bisschen geflogen ist. Deswegen gebe ich jetzt auch einfach Vollgas. Und wir fliegen los. Das Einzige, was hier so ein bisschen stört, ist das Gunsight in der Mitte. Da könnt ihr euch entscheiden, ob ihr drüber guckt oder drunter guckt. Das spielt eigentlich keine Rolle. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich sitze eigentlich lieber aufrecht, als dass ich mich so in den Stuhl reinducke. Aber das ist persönliche Präferenz. Macht das, wie ihr möchtet. Ich werde wieder so bei 130, 140 rum abheben. Wir haben ein bisschen Beladung dabei. Wir sind schon mit Raketen und Bomben beladen. Ich denke, da sind 140 fast besser, wenn wir ein bisschen schwerer sind. Ich habe auch irgendwie vor ein paar Tagen, ich glaube sogar gestern oder vorgestern, die Performance-Charts rausgekramt und schon mal nach Startgeschwindigkeiten geguckt. Da muss ich aber noch ein bisschen rumfuhrwerken, weil die Geschwindigkeiten sind da drin. Die Gewichte sind da drin in Kilogramm, während ich sie hier nur in Pfund habe. So, Fahrwerk rein, Klappen rein. Wir sind erfolgreich abgehoben. Gut, ich fliege jetzt einfach ein bisschen durch die Gegend und erkläre euch so ein bisschen die Unterschiede hier im Cockpit. Einer der Unterschiede, die meiner Meinung nach direkt ins Auge springen, neben der dicken, fetten Gunsight hier oben drauf, die wir natürlich für die Bewaffnung brauchen, ist der AOA-Indexer, den wir hier haben. Hier ist ein kleiner AOA-Indexer, den gibt es in der EB nicht, hilft wunderbar bei der Landung und hier unten ist die zugehörige Anzeige. Ein guter AOA für die Landung ist, glaube ich, irgendwo zwischen 22 und 28 und ihr könnt hier sogar noch einen Referenz-AOA irgendwie setzen. Wenn ihr den auf 25 lasst und euch bei der Landung an 25 Einheiten AOA haltet, seid ihr, glaube ich, auf dem sicheren Stand. Das sind keine Winkelgrade, die euch da angezeigt werden in der AOA-Anzeige, sondern einfach ja, arbitrare Einheiten, so wie der Anstellwinkel nun mal ist. Was auch noch auffällt, ist, dass der ADI ein bisschen anders aussieht. Ihr habt hier eine Anzeige für einen Radar-Altimeter. Eigentlich müsste ich den hier unten sogar noch anschalten. Der scheint aber gerade von Haus aus an zu sein und der geht auch nicht aus, wenn ich ihn ausmache. Und zum anderen habt ihr hier noch eine DH-Anzeige. Die Flugsim-Veteranen unter euch werden mit DH was anfangen können. Das ist die Decision Height. Ist wichtig für Instrumentenanflüge. Da braucht man so eine Decision Height, um zu sagen, ob man, naja, um für sich selbst zu entscheiden, ob man landet oder nicht. Die Entscheidungshöhe kann ich mit diesem Rädchen hier einstellen. Allerdings ist es scheinbar wirklich nur eine Erinnerung. Ich weiß nicht, ob da noch was fehlt. Es passiert zumindest nichts, wenn ich diese DH per Radar Altimeter unterfliege. Und hier oben gibt es auch noch eine Leuchte mit DH drauf, die hat auch noch nicht angefangen zu leuchten. Weiß ich nicht hundertprozentig, was da passiert, was da passieren soll. Vielleicht kommt das noch. Das ist ja auch immerhin die erste Version der CR-101CC. Ein weiterer Unterschied, der auffällt, ist das UHF-Funkgerät. Das ist ein bisschen älter, aber auch die Bedienung geht hier klar. Ihr habt hier neben den Zahlen immer so Einstellrädchen, mit denen ihr die Frequenz wählen könnt. Und prinzipiell ist es schon an. Es scheint auch Presets zu haben. Ich kann hier Presets irgendwie verstellen, da habe ich aber auch noch nicht so hundertprozentig herausgefunden, wie und wo das geht. Und ihr könnt noch Guard einstellen, aber das, ja. Achso, hier, genau. Wir müssen es anmachen auf A3G und könnt hier dann Presets wählen. Das waren im Prinzip schon so die größten Unterschiede, abgesehen von den beiden Waffenpanels. Einmal hier unten das Waffenkontrollpanel und einmal hier oben noch ein kleines Panel. Dazu kommen wir gleich noch. Es gibt beim Navigationsequipment noch einen größeren Unterschied. Naja, eigentlich zwei. Das erste ist das Flight Director Panel hier unten. Sieht ein bisschen anders aus, hat ein bisschen andere Einstellungen. Kommt einem aber alles aus der CR-101 EB bekannt vor. Es gibt wieder Heading und Altitude, kann ich beide anmachen und der ADI verstellt sich entsprechend genau wie in der EB. Es gibt aber auch noch Sachen wie Vertical Speed oder Indicated Airspeed. Die beiden sind leider nicht simuliert, wenn ich das im Handbuch richtig gelesen habe. Ansonsten habt ihr auch hier einen Approach, Backcourse und VOR Approach. Der einzige Unterschied ist hier, wenn ich den Standby-Knopf mal gedrückt halte, dass auch der NAV-Mode geahmt wird. Also auch hier müsst ihr vorher eine Navigationsfrequenz reindrehen, dann ahmt er sich und wenn ihr da naja, in Reichweite des eingestellten Radials seid, dann geht der auf CAP, ich denke das steht für Capture, und stellt entsprechend euren ADI ein, sodass ihr danach fliegen könnt. Wenn wir uns die seitlichen Panels angucken, ist noch ein größerer Unterschied, der auffällt, dass es kein Tarkern gibt.
Ihr habt hier nur ein VHF-NAV-Panel. Ich mache mal hier die Floodlights wieder an, damit man das besser sehen kann. Nur ein VHF-NAV-Panel für Communications und Navigation. Und es fehlt das Tarkan. Hier unten habt ihr noch ein ADF. Da könnt ihr zwei ADF-Frequenzen einstellen und die entsprechend anfliegen mit dem Radio Magnetic Indicator, mit dem gestrichelten weißen Pfeil. Und ich zoome da mal eben rein und mach mal mein Track IR auf Pause. Und dieser Pfeil hier, den hatte ich schon in dem ersten Eindruck mit Bohren. Da war meine Vermutung doch richtig. Ihr wählt nämlich hier, welche Frequenz ihr haben wollt. Die auf der rechten Seite oder die auf der linken Seite. Welche gerade aktiv sein soll. Ich entpausiere mein Track IR mal wieder. Ja, ich kann die Ansicht gerade nicht so stellen, dass man den Pfeil auf der rechten Seite gut sieht, aber vertraut mir, damit wechselt ihr die Frequenzen durch. So viel zu den grundlegenden Unterschieden. Wenn wir einmal ins hintere Cockpit springen mit der Taste 2, dann sieht das da ganz ähnlich aus. Auch hier kann ich mit dem Flight Director Panel nicht viel machen. Ich mache hier mal ein bisschen Licht an. Mit dem Flight Director Panel kann ich hier nicht viel machen und ich habe hier hinten auch kein Waffenkontrollpanel und keinerlei Möglichkeit, das HUD bzw. den Pipa einzustellen, das Reticle Glass die ganze Zeit. Das wird alles von vorne eingestellt. Ich habe allerdings dieses Kontrollpanel hier, um zu sehen, was der Pilot vorne ausgewählt hat. Hier sehe ich, ob er Rockets oder Bombs drin hat und welche Station er gewählt hat. So viel schon mal vorgegriffen auf die Waffensysteme. Ansonsten ist hier hinten auch nichts großartig Neues. Das ganze Equipment kann ich hier auch nicht einstellen. Ich habe hier allerdings auch ein Com- und NAV-Panel. Da weiß ich allerdings noch nicht ganz, ob die Einstellungen hier hinten dann auch für meine Instrumente gelten oder ob der Kollege vorne die steuert. So viel zum hinteren Cockpit. Okay, trotz fehlendem Tarkan kann ich aber trotzdem mein Navigationsequipment nutzen. Und dazu springen wir einmal kurz in den Missionseditor und schauen uns einmal die Situation rund um Tiflis an, also rund um Tbilisi-Lochini. Tiflis hat ein VOR hier stehen auf der Frequenz 113,7 MHz und ein reines Tarkan auf der Frequenz auf dem Kanal 25X. Das heißt, theoretisch, wenn ich keinen Tarkan habe, kriege ich bei Anflügen auf Tiflis kein DME. Weil das hier ist nur ein VOR, da steckt kein DME mit drin und ich müsste irgendwie das DME vom Tarkan kriegen. Und das kann ich kriegen. Das schauen wir uns jetzt mal kurz in der Luft an. Ich habe uns hier unten an den Anfang des ILS gesetzt. Wir fliegen also direkt auf Tiflis zu. Ich habe mal kurz die aktive Pause reingemacht, sonst reicht die Flugzeit wahrscheinlich nicht zum Reden. Da vorne ist Tiflis, wir fliegen genau darauf zu. Nicht zu verwechseln mit dem Flugplatz rechts davon und links davon. Und ich kann jetzt das VOR und das Tarkan, simultan nutzen. Ich werde das VOR nutzen, um meinen Kurs zu halten. Ich glaube, das waren 302 Grad hier. Und ich nutze das Tarkan, damit ich das DME vom Tarkan bekomme. Okay, wie funktioniert das? Ganz einfach, ein Tarkan-Kanal ist ja nichts anderes als eine kodierte Frequenz. Also auch hinter so einem Tarkan-Kanal steckt eine ganz normale Frequenz im Megahertz-Bereich. Das kann man entweder cool umrechnen oder man nutzt schon vorhandene Tabellen. Ich verlinke euch das unten in der Beschreibung. Die Tabellen für jeden einzelnen Tarkan-Kanal umgerechnet in eine Frequenz und das kann ich jetzt auf meinem Navigationsequipment nutzen. Der Tarkan bei Tiflis hatte Kanal 25X und das entspricht einer Frequenz von 108,80. Eingestellt. Theoretisch sollte es gleich, piepen tut's nicht, aber ich kriege ein DME-Readout. Das ist jetzt das DME zum Tarkan. Ich kann nur den Kurs nicht nutzen. Ich kriege keinerlei Kursinformationen, ich kriege nur eine DME-Information vom Tarkan. Und jetzt kann ich ein sehr cooles Feature dieses Flugzeugs nutzen, nämlich die DME-Hold-Funktion. Den Schalter nach oben gelegt und was immer ich jetzt im DME-Fenster sehe, beziehungsweise die Frequenz, die jetzt eingestellt ist, nutzt das Flugzeug weiterhin, um das DME zu diesem jetzt eingestellten Sender zu erfassen. Ich kann jetzt aber das hier einfach verstellen und es nutzt weiterhin das, was jetzt eingestellt ist. Es hält quasi den DME der gegenwärtig eingestellten Frequenz, ganz egal, was ich jetzt hier eindrehe. Ich kann jetzt zum Beispiel das VOR eindrehen auf 113,7 und kriege jetzt hier VOR-Informationen
obwohl ich noch das DME vom Tarkan kriege. Ich kann auch das ILS eindrehen, das liegt hier auf 108.9, da muss ich aber einmal kurz eben den Tower anfunken, damit er es anmacht. Ich glaube, das war 267, das mache ich jetzt auch mal einfach, so viel Zeit muss sein. ATC, Tbilisi im Anflug. Korrekter Runway, das heißt, jetzt sollte auch das ILS an sein und ich stelle mal die ILS-Frequenz ein von 108.9 und stelle auch noch den Landekurs ein. Und nehme die aktive Pause einfach mal raus. Ich mache den VOR-Approach an, ist captured. Viel zu weit über oberhalb des Gleitslopes. Aber ihr seht, ich kann jetzt hier einen ILS-Approach fliegen und habe gleichzeitig das DME vom Tarkan. Das heißt, ich habe gleichzeitig irgendwie auch eine Entfernung, wenn auch natürlich nicht zur Landebahnschwelle, sondern zu dem Tarkan, der am anderen Ende der Landebahn steht. Aber nichtsdestotrotz, das ist besser als, naja, gar kein DME. Schauen wir uns die verfügbare Bewaffnung einmal ganz kurz im Missionseditor an. Wir haben 7 verfügbare Hardpoints, an denen wir Waffen drunter schnallen können. Einer in der Mitte, bleiben 3 unter jedem Flügel. Wobei die äußersten Stationen, die Stationen 1 und 7, jeweils nur hitzesuchende Raketen fassen können. Wir haben die Auswahl zwischen einer AIM 9M, AIM 9P oder der bekannten Magic. Zu bemerken ist, dass das Flugzeug hier jeweils symmetrisch beladen wird. Also wenn ich hier die Bewaffnung lösche, funktioniert das dank Vorführeffekt gerade nicht. Wenn ich hier die Bewaffnung lösche, funktioniert das dank Vorführeffekt gerade nicht. Aber wenn ich was dranhänge, hängt es auch direkt an der anderen Station dran. Okay, beim Löschen scheint das noch nicht zu funktionieren, aber es möchte uns suggerieren, dass das Flugzeug augenscheinlich nur symmetrisch beladen wird. An den Stationen 2 und 6 und 3 und 5 kann ich im Prinzip das gleiche mitnehmen, bis auf einen kleinen Unterschied. Ich habe eine ziemlich große Auswahl von Bomben. Ich habe die Sea Eagle, einen Seezielflugkörper und eine relativ große Auswahl an Raketen. Bei den Bomben ist die BLG 66 Beluga dabei, das ist eine französische Streubombe. Die BIN, ich denke, es ist ein I und kein L, die BIN 200, das ist eine spanische Brandbombe, B für Bomb, IN für Incendiary, die BL 755, eine spanische Streubombe, die BR 250 und BR 500, das ist im Prinzip das spanische Äquivalent zu einer Mark 82 bzw. Mark 83. Die BR 250 ist eine 250 Kilogramm Freifaltbombe mit, naja, 250 Kilogramm, das sind ungefähr 550 Pfund. Damit ist es sehr ähnlich zu einer Mark 82. Und die BR 500 ist das 500 Kilogramm Äquivalent und im Prinzip die spanische Mark 83, wenn man so möchte. Die FAB 100 und FAB 250 sind russische Freifallbomben mit 100 und jeweils 250 Kilo und die Mark 82 und Mark 84 sind amerikanische Freifallbomben mit 500 und 2000 Pfund. Die Sea Eagle habe ich gerade schon erwähnt, das ist ein Seezielflugkörper, den schauen wir uns in einer gesonderten Folge an und nicht heute. Und die Raketen. Da können wir Gefechtsfeldbeleuchtung, Rauch, Willipede und High Explosives mitnehmen. Jeweils als 7er Pod und einmal noch hier als 19er Pod. An Station 5 und 3 sieht das Ganze ziemlich genauso aus. Hier können wir nur keine Sea Eagle mitnehmen und ich glaube einmal Raketen weniger. Genau, hier können wir keinen 19er Pod Raketen dran schrauben. Von den Bomben her können wir genau das gleiche dran schrauben. Zusätzlich dazu noch ein 4er Rack BDU 33 zum Üben. Und das war es auch schon für die inneren Stationen. An der Centerline können wir noch eine Bordkanone mitnehmen. Hier haben wir die Auswahl zwischen einer AN-M3, das ist ein doppeltes Browning-M3 Maschinengewehr, also Kaliber 12,7 mm und das Ganze hat 440 Schuss. Oder wir nehmen ein DEFA 553 mit, das ist eine einzelne 30 mm Kanone mit, in Anführungsstrichen, nur 130 Schuss.
Und so sieht die Bewaffnung aus. Die Stationen 3, 2 und 1 sind äquivalent zu 5, 6 und 7. Die müssen wir uns jetzt natürlich nicht nochmal gesondert anschauen. Kommen wir kurz zur Avionik für die Waffensysteme. Wir haben geladen 2 Mark 82, 2 7er Pods M151 Raketen und die doppelte Browning. Ich mache für die ganze Avionik mal flott die aktive Pause rein. Oh, mitten im Schnee, wunderbar. Einfach nur, damit ich mich jetzt nicht darauf konzentrieren muss, dass wir irgendwie nirgendwo gegenfliegen oder sonst irgendwie einen Strömungsabriss fliegen. Ich möchte mich einfach vollends auf die Avionik konzentrieren und wir werden die Waffen auch gleich schon mal probeschießen. Wie funktioniert die Avionik, also die Bedienung der Waffen hier im Cockpit? Eigentlich ganz einfach, wir haben zwei verschiedene Panels. Ich mache mal hier mein Track IR kurz auf Pause. Wir haben hier unten einmal das Bedienpanel. Und hier oben eine Art Kontrollpanel. Mit diesem Panel hier unten stellen wir alles ein, was für die Waffen nötig ist. In einem allerersten Schritt machen wir immer den Master Arm, den Master Switch, in die obere Position auf On. Dadurch gehen hier eine ganze Menge Lämpchen an. Diese fetten Buttons hier, die teilweise gerade schon grün leuchten, von denen die äußersten jeweils mit NS beschriftet sind, sind Auswahlknöpfe für eure Stores. Ihr habt hier für jeden Store, für in Anführungsstrichen jeden Store, einen Knopf exklusive der Centerline. Das hier und das hier sind die äußersten Stationen, die mittleren Stationen und die innersten Stationen. Die Centerline, an der eure Kanone hängt, die ist immer aktiv. Ganz egal, was ihr hier unten einstellt, die ist immer aktiv, sobald der Master Arm auf On ist. Das lässt sich relativ einfach überprüfen, indem ich einfach mal kurz am Trigger ziehe. Und schon feuert das doppelte Browning da vor sich hin. Während ich den Trigger gezogen habe, hat man hier oben auch direkt gesehen, das hier ist der Munitionscounter. Wenn ich dann nochmal ziehe, seht ihr, wie der gegen Null geht. Was mache ich jetzt mit den Waffen? Die Bomben und Raketen habe ich natürlich nicht ohne Grund da, da sie eigentlich, naja, die zwei großen Waffengattungen sind, abgesehen von den hitzesuchenden Raketen. Von denen haben wir an den äußersten Stationen keine dabei. Deshalb steht hier auch ein NS drin, das steht für No Store in dem Fall. Also wenn das da steht, dann ist da einfach nichts geladen, ihr könnt die Knöpfe hier drücken, da passiert schlicht nichts. Wir haben an den äußeren Stationen, also an dieser und dieser Station, die beiden Mark 82 hängen. Ihr habt gesehen, als ich den Knopf gedrückt habe und damit die Station ausgewählt habe, kam hier ein großer gelber Balken. Das heißt so viel wie, die Station ist ausgewählt. Das kleine grüne Quadrat heißt nur, an dieser Station, an diesem Pylon, hängt etwas drunter. Also hier an den inneren Stationen hängt auch noch was drunter, die sind aber gerade nicht ausgewählt. Das hier sind unsere Raketen. Hier muss man also wissen, was man wo geladen hat. Alternativ einmal kurz über den Flügel gucken. In der Theorie könnte ich, nein, kann ich noch nicht, die Bomben kann ich noch nicht abwerfen. Ich drücke jetzt mal den Waffenauslöseknopf. Und ich kann ihn auch mehrmals drücken, da passiert einfach schlicht gar nichts. Ich muss dem Flugzeug noch sagen, was an dieser Station drunter hängt. Das weiß das Flugzeug nämlich nicht. Das Flugzeug weiß nur, da hängt irgendwas drunter und dafür ist diese kleine grüne Leuchte. Mit dem Modusschalter hier unten sage ich dem Flugzeug, da hängen Bomben drunter. Ich habe jetzt von der Safe-Einstellung auf die Bomb-Einstellung gewechselt. Und wenn ich die Bomben wirklich benutzen möchte, dann wähle ich noch einen Zünder aus. In diesem Falle Nose Tail. Damit bin ich jetzt im Prinzip bereit, die Bomben abzuwerfen. Das Kontrollpanel hier oben bestätigt mir das Ganze auch. Einerseits ist hier die Armleuchte an und die Arrow-Leuchte blinkt nicht. Wenn ich jetzt die Station mit den Bomben ausgewählt habe und ich wähle irgendeinen anderen Mode, der nichts mit Bomben zu tun hat, zum Beispiel Rockets, dann blinkt hier die Arrow-Leuchte und das Flugzeug sagt mir, hier stimmt irgendwas in deinen Einstellungen nicht. Zusätzlich dazu, zur Kontrolle, dient auch dieser Cancel-Schalter hier oben. Hier leuchtet jetzt gerade ein kleines R drin. Das R heißt so viel wie, du hast gerade Rockets ausgewählt. Wenn ich den jetzt wieder auf Bomb stelle, leuchtet hier ein B für Bomben. Und das Flugzeug sagt mir jetzt auch wieder, kein Error, du bist scharf geschaltet, alles in Ordnung. Dieser Schalter hier oben hat aber auch noch eine ganz andere Gewandtnis, das ist nämlich ein Cancel-Schalter. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, cancelt er einfach meine komplette Auswahl. Das ist quasi so ein, ja, das ist wirklich ein Abbruchknopf. Also wenn irgendwas doof ist, ich glaube sogar, den kann man auch von hinten drücken, oder?
einmal wieder deaktivieren. Wir springen mal kurz ins hintere Cockpit. Den kann ich sogar hinten drücken und die Einstellung schlägt sich auch nach vorne durch. Da kann also der Offizier hinten drin auch einfach sagen, nö, du feuerst jetzt nicht. Gut, wenn alles soweit eingestellt ist, mit dem Mode of Bomb, dem Fuse of Nose Tail und den beiden ausgewählten Stationen könnte ich jetzt den Waffenabwurfknopf drücken. Ich könnte allerdings auch eine Ripple-Einstellung wählen, das ist das RIP daneben. Dann würde ich jetzt hier mit dem Ripple Time Selector, könnte ich zwischen 70, 90, 120, 150 und 200 Millisekunden Zeitversatz zwischen dem Abwurf der einzelnen Bomben wählen. Momentan funktioniert das Ripple leider noch nicht, die werden so oder so gleichzeitig abgeworfen. Wenn ich also so in dieser Einstellung den Waffenauslöseknopf drücke, dann gehen die Bomben auch raus. Die werden jetzt natürlich nach vorne gefeuert, weil ich in der aktiven Pause bin. Das heißt, die Bomben, die ich gerade rausgeworfen habe, kriegen meine angezeigte Geschwindigkeit noch mitgegeben. Und die sollten gleich theoretisch auch auf dem Boden explodieren. Das können wir uns natürlich auch mal eben angucken. Man sieht auch, sie wurden exakt gleichzeitig rausgeworfen, so wie sie da schön nebeneinander herfliegen. Ich habe sie jetzt natürlich nicht auf irgendwelche Ziele geworfen, dazu kommen wir gleich noch. Die sind explodiert, das heißt, die Zündereinstellung hat auch funktioniert. Damit sind meine Bomben leer geschossen und ich könnte die Raketen auswählen. Dazu brauche ich keinen Zünder, den kann ich wieder auf Off drehen. Aber in der Moduseinstellung bringen mir die Raketen natürlich nichts, das wird mir oben auch durch das Error bestätigt. Ich gehe auf Rocket. Rocket ist, meine ich, die Einstellung, ich drücke einmal den Auslöseknopf und es geht aus beiden ausgewählten Stationen eine Rakete raus. Das können wir ganz einfach kontrollieren, indem ich jetzt einfach mal den Auslöseknopf drücke und gedrückt halte. Ja, ich habe ihn gedrückt gehalten, da ging jeweils eine Rakete raus. Ich kann den Modusschalter weiter drehen in die 1-1-Einstellung. Da geht pro Druck des Waffenauslöseknopfs nur eine Rakete raus. Dachte ich zumindest. Schade, funktioniert wohl gerade noch nicht ganz. Er sagt hier oben auch nicht arm. Laut Manual sollte da nur eine Rakete rausgehen. Und in der Burst-Einstellung, ich hoffe, hier funktioniert das jetzt. Genau, da gehen nämlich, solange ich den Knopf gedrückt halte, alle Raketen raus. Die sollten jetzt hier eigentlich relativ dicht beieinander herfliegen. Das ist also eine schöne Flächenangriffsmöglichkeit. So viel zu den Raketen. Ich glaube sogar, ich habe noch welche geladen, weil hier immer noch das grüne Viereck leuchtet. Nein, habe ich nicht mehr. Das grüne Viereck leuchtet höchstwahrscheinlich nur noch, da die Pods der Raketen natürlich immer noch drunter hängen. Damit habe ich gerade alles rausgeschossen, was ich rausschießen kann, bis auf die Kanone. Die habe ich natürlich immer noch aktiv. So, ein großes Gerät fehlt eigentlich noch, nämlich das Gunsight. Wir werden das Gunsight gleich mit Bomben, Raketen und der Kanone nutzen, in richtigen Anflügen auf richtige Ziele. Und zwar bietet es folgende Einstellungsmöglichkeiten. Ich kann es einerseits anschalten und ich mache jetzt mein Track IR mal wieder an. Und man sieht, wenn man sich so ein bisschen runterduckt, hier oben ist ein Pipper erschienen. Wenn ich es wieder ausmache, da ist er weg und anschalten, da ist er wieder da. Im Prinzip hat das Ganze halt zwei Modi, nämlich automatisch und manuell. Okay, und es hat noch einen Testmodi. In der Auto-Einstellung ist es ein Vorhalt berechnender Pipper, der... Naja, wenn ich das Manual richtig verstehe, soll er auch für Bodenangriffe gut sein. Das konnte ich bisher nur bedingt nachvollziehen. Wenn überhaupt, lässt er sich für die Bordkanone gebrauchen. Das werden wir gleich noch sehen. Die Anflüge für Bomben und Raketen werden wir in der Manual-Einstellung fliegen. In der Manual-Einstellung kontrolliere ich den Absenkwinkel, also wie weit er von oben nach unten abgesenkt wird, mit diesen Rädchen hier neben den Zahlen. Ihr seht, wenn ich hier rumklicke, dann verstelle ich den Pipper. Allerdings... Ich gehe mal auf 110. Die Absenkung hier ist übrigens in der Einheit Mils, also Milliradian. Auf 110 hängt der jetzt hier unten. Auf 120 kann ich auch noch gehen. Aber wenn wir das mal genauer angucken, der verschwindet da schon so halb. Das ist echt uncool. Also unter 120 lässt er sich kaum noch gebrauchen. Also bei 125 sehe ich noch so gerade eben so da den letzten Rest des Pippers. Ich weiß nicht, ob das wirklich so sein soll, dass das hier der
die maximale Absenkung ist, denn viele Bombenanflüge brauchen eine tiefere Absenkung. Ich habe mir ein Set aus Parametern rausgeguckt, womit ich 85 Mils brauche. Der ist aber echt hart zu fliegen, das werden wir gleich feststellen. Also das wird so ein 60 Grad Sturzflugwinkel, das ist happig. Keine Ahnung, ob das so sein soll, dass bei 120 Schluss ist. Dementsprechend laufen die ganzen Bomb- und Rocket-Runs hier höchstwahrscheinlich auch, naja, oldschool. Das heißt, ihr habt so ein Set aus Parametern und müsst an einen ganz bestimmten Punkt im dreidimensionalen Raum mit einer ganz bestimmten Geschwindigkeit treffen. Meistens kriegt man dazu einen Sturzflugwinkel, zum Beispiel 60 Grad, und eine Auslösehöhe, zum Beispiel 4000 Fuß, und eine Geschwindigkeit, zum Beispiel 350 Knoten. Und wenn ihr es schafft, diesen Punkt zu treffen und dann die damit einhergehende Absenkung eingestellt habt, dann wird eure Bombe in genau diesem Punkt, genau dort aufschlagen, wo der Pipper sich befindet. Das Ganze ordentlich zu erklären, würde wahrscheinlich mehrere Stunden in Anspruch nehmen, von daher soll das jetzt auch zur Erklärung reichen und wir schauen uns das Ganze einfach mal praktisch an, denn das war es im Prinzip zur Waffenavionik. Viel mehr gibt es hier nicht zu sagen. Im hinteren Cockpit sieht das Ganze vergleichsweise ein wenig einfacher aus, denn hier haben wir keine Einstellmöglichkeiten. Also hier gibt es kein Waffeneinstellpanel, kein Bedienfeld für die Waffeneinstellung. Ich habe nur das Kontrollpanel und das hatten wir gerade schon, den Cancel-Button. Was ich wohl sehe, ist trotzdem der Pipper. Ich kann aber auch den Pipper nicht einstellen. Wenn ich den im vorderen Cockpit mal wieder ein bisschen nach oben hole, den Pipper, sehe ich ihn hier trotzdem. Wir werden gleich bei den Kanonen auch die Kanone einmal aus dem hinteren Cockpit einsetzen, um das zu verdeutlichen. Okay, kommen wir zu den Bomben. Wie ich schon gesagt habe, habe ich mir ein Set aus Parametern selbst rausgesucht, ja, per Experiment quasi. Das ist ein Angriff mit 60 Grad Sturzflugwinkel, weil, wie gesagt, der Pipper geht nur bis 120 Mils Depression. Das ist für 45 und 30 Grad ein bisschen zu wenig. Ich möchte auf 10.000 Fuß anfliegen mit einer Geschwindigkeit von 180 Knoten und möchte die Bombe bei ungefähr 4.000 Fuß abwerfen, wobei ich die Schubhebel auf Idle nehme, sobald ich da reinziehe. Ich kann mich jetzt nicht mehr wirklich umgucken, um die Ziele da unten zu finden. Die sind, naja, irgendwo da unten in dem Waldstück. Ihr werdet sie gleich nach dem Reinziehen sehen. Wie gesagt, ungefähr 10.000 Fuß, 180 Knoten, 85 Mils Absenkung. Und ganz wichtig, nicht vergessen, das Sight auf Manual zu stellen. Reinziehen, die 60 Grad versuchen zu treffen und bei 4.000 Fuß mit hoffentlich dem Ziel im Pipper die Bombe abfeuern. So, ich müsste jetzt auch gleich reinziehen, glaube ich. Ah, ein klein wenig Zeit ist noch. Wahrscheinlich wird das Reinziehen gleich ganz super komisch aussehen, weil mein Muskelgedächtnis ist einfach die Jahrzehnte gewöhnt. Und die hier ist echt sensibel beim Reinziehen. So, ich glaube, langsam können wir. Ja, das sieht gut aus. Und reinziehen, da unten seht ihr eine Gruppe aus LKWs, nicht von der Stall Warning irritieren lassen. Throttles sind auf Idle, das meinte ich gerade mit dem Gewanke. Okay, korrigieren, das war zu hart reingezogen. 5000 und Pickel. Und auf. Wenn ihr gerade den Pipper beobachtet habt, habt ihr gesehen, dass die Enden, wow, Volltreffer, cool, dass die Enden des Pippers so ein bisschen gesprungen sind quasi. Und ja, einmal so kurz auseinander gesprungen sind. Und das zeigt einfach nur an, dass gerade eine Waffe ausgelöst wurde. Ja, das war doch mal wirklich ein Volltreffer. Schön. Kommen wir damit zu den Raketen. Auch da habe ich mir ein Set aus Parametern ja experimentell herbeigeführt sozusagen. Und zwar möchtet ihr auf ungefähr 6000 Fuß anfliegen mit 200 Knoten Geschwindigkeit
in einen 30 Grad Sturzflug gehen und die Raketen bei 3000 Fuß und 375 Knoten loswerden und das Ganze mit 30 Mils Depression. Das stellen wir doch mal eben ein. Master Switch auf Arm, die Raketen sind an den inneren Pylonen. Rockets, das passt soweit schon, glaube ich. Ja, das passt. Noch das Side an. Nicht vergessen auf Manual zu stellen, jetzt bin ich viel zu tief gesunken. Und da unten müsste sich, da unten befindet sich meine Gruppe LKWs, dann bringe ich uns nochmal eben auf Höhe und Position. Und dann schießen wir die Raketen ab. Ungefähr 6000 Fuß, ungefähr 200 Knoten und na, wird wahrscheinlich ein bisschen flacher als 30 Grad, aber wir versuchen es jetzt einfach mal. Die ist echt gewöhnungsbedürftig beim Reinziehen. Na, das sind mehr 20 bis 25 Grad. Release bei 3000. Ich denke, das kann sich dennoch sehen lassen. Immerhin zwei Trucks zerstört und dann bleibt eigentlich nur noch die Bordkanone. Die Bordkanone, das hatte ich vorhin schon gesagt, die ist immer aktiv, ganz egal was hier unten ausgewählt ist, deshalb saven wir das hier mal wieder, wählen die Stationen ab und unsere Centerline ist dennoch gewählt und für die Bordkanone möchten wir den automatischen Modus nutzen. Da verschwindet der Pipper so ein bisschen da oben. Ich gebe mal eben wieder Vollgas und gewinne mal wieder ein bisschen an Höhe, dann fliegen wir noch einmal auf diese Ziele an und gehen da einfach mit der Bordkanone drauf. Hier braucht man nicht mehr wirklich ein Set aus Parametern. Hier funktioniert der Automodus relativ zuverlässig. Theoretisch soll er auch laut Handbuch bei Bomben und Raketen zuverlässig funktionieren, aber das stimmt nicht so ganz. Also ja, in einer gewissen Distanz geht der Automodus sicherlich auch für Raketen, die ist aber relativ nah dran und für Bomben habe ich es absolut nicht hingekriegt, dass der Automodus hier funktioniert. So, machen wir es mal etwas flacher. Diese Gear Warning, ne? Und ganz, ganz, ganz. Okay, das war ein ziemlich mieser Run. Hey, warum habe ich da nicht mal irgendwas getroffen? Ich dachte, da raucht jetzt wenigstens irgendwas. Okay, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Das machen wir nochmal. Vielleicht doch nicht ganz so flach. Die Streuung war ja doch gar nicht so zu verachten. Es war ja doch eine ganz schön hohe Streuung. Diese Gear Warning, ne? Wahrscheinlich darf man die Throttles nicht komplett auf Idle nehmen, sonst nervt sie einen direkt. Okay, ist jetzt doch wieder genauso flach geworden, 20 Grad nur. Aber auch hier seht ihr, man muss doch relativ nah ran. Na, wenigstens irgendwas zum Explodieren gebracht hier. Ja, der Rauch, der wird doch kaputt gehen. Okay, damit gebe ich mich zufrieden. Und so benutzt ihr die Bordkanone. Das waren im Prinzip die ganzen Einsatzmöglichkeiten der Waffen. Die Clusterbombs benutzt ihr genauso wie normale Bomben. Die zeige ich euch jetzt nur nicht, weil da habe ich mir bisher noch per Experiment kein Parameterset irgendwie herbeigeführt. Das hat mir dann alles etwas zu lange gedauert mit den ganzen Experimenten. Ich wollte euch das ja hier zeigen, aber wie gesagt, die setzt ihr im Prinzip genauso ein wie normale Bomben. Dann müssen wir uns eigentlich nur noch um die
Air-to-Air-Bewaffnung kümmern. Da bleiben die hitzesuchenden Raketen. Von denen haben wir zwei Stück drunter, zwei Sidewinder, eine links, eine rechts. Und die Bordkanone. Die Avionik bleibt im Prinzip gleich. Wir machen den Masterarm an, selektieren die Station und hier müssen wir jetzt NC auswählen, die ganz linke Station. Das reicht im Prinzip schon zu den Sidewindern. Ich würde mir allerdings angewöhnen, dazu mache ich mal kurz auf Pause. Ich würde mir angewöhnen, diesen Schalter hier unten in die Air-to-Air-Stellung zu legen. Einmal die Abdeckung hochklappen, den Schalter 2 nach oben. Ihr habt gesehen, der war von Anfang an in der Air-to-Ground-Stellung. In der Air-to-Air-Stellung hat der Schalter Einfluss auf das Visier, soweit ich weiß. Aber wenn ihr im Luftkampf seid, würde ich das direkt einstellen. Sieht auch ein bisschen anders aus. Und im Prinzip müssen wir jetzt nur auf den Ton warten. Können den Waffenauslaseknopf betätigen und eine Sidewinder geht vom Rail. Die hat schon getroffen, wunderbar. Die hat schon ziemlich gut getroffen, okay, das hatte ich jetzt nicht erwartet, da oben ist sogar ein Fallschirm. Die Maschine geht also runter. Ich dachte, ich könnte euch noch die zweite Sidewinder zeigen, stattdessen zeige ich euch jetzt den Effekt, den fehlendes Gewicht auf die Flügel hat. Ich muss den Stick gerade ganz schön nach links halten. Wenn ich den Stick einfach mal loslasse, seht ihr, wie die Maschine nach rechts möchte, weil ich nur eine Sidewinder drunter habe und da nicht gegengetrimmt habe. Den Nervton machen wir dafür mal wieder aus. So eine Sidewinder wiegt verhältnismäßig wenig. Stellt euch das jetzt mal mit einer Mark 82 oder sogar Mark 83 vor oder einer noch schwereren Bombe. Das ist im Prinzip der Grund, warum ihr möchtet, dass immer beide Stationen gleichzeitig rausgehen. Zumindest im Bodenangriff. Im Luftangriff geht das hier eigentlich noch klar. Das hier ist ein Rollmoment, das kann ich locker wegtrimmen. Kommen wir zum Einsatz der Bordkanone gegen feindliche Luftziele. Ich richte erstmal die Avionik wieder her. So, das war natürlich total intelligent von mir, jetzt gegen die Sonne zu fliegen. Da mache ich mal eben kurz Pause. Wir zoomen mal hier ein bisschen in den Pipa rein und ich mache meinen Tracker ja einmal wieder kurz auf Pause. Das ist der Pipa im Air-to-Air-Modus. Eigentlich sind es 1, 2, 3, 4 verschiedene Pipa. Ihr habt einmal den Kreis als Pipa, dann dieses erste T, das zweite T und das langgezogene dritte T. Was heißt das jetzt? Dieser Pipa ist ein Vorhalt berechnender stadiametrischer Pipa. Der ist eingestellt auf eine fixe Flügelspannweite von 35 Fuß. Das hier vorne ist eine MiG-29, die hat eine Flügelspannweite von ungefähr 35 Fuß. Genauer gesagt hat sie eine Flügelspannweite von irgendwas 11, irgendwas Meter und 35 Fuß sind irgendwas mit 10,6 Meter. Das ist mir nah genug dran. Die einzelnen Marken, also das äußere Ende des Kreises, das erste T, das zweite T und das dritte T, geben jetzt einfach die Größe von 35 Fuß zu verschiedenen Abständen an. Das heißt, wenn die MiG-29 mit ihren Flügelspitzen gerade ebenso hier an das Ende dieses Kreises stößt, dann ist sie ungefähr 4000 Fuß entfernt. Stößt sie hier an das Ende des Ts und äquivalent auf der anderen Seite, dann ist sie 1800 Fuß entfernt. Im mittleren T 1250 Fuß und im äußeren T nur noch 700 Fuß. So viel zu dem Pipa. Ihr könnt diese Einstellungen könnt ihr im Prinzip durchschalten und das würde ich auch tun. Ihr könnt euch die letzten beiden T-Spitzen quasi ausblenden lassen. Ich mache kurz die Pause raus. Und könnt hier so durchschalten. Das ist die Entfernung auf 1800 Fuß, 1800 Fuß, 1250 Fuß und 700 Fuß. Es gibt noch eine Einstellung mehr, das mit diesen weit auseinander T-Spitzen, das ist die Snapshot-Einstellung. Ihr seht, hier ist der auch ein bisschen sensibler, der ganze Pipa. Gut, ich mache nochmal kurz Pause rein. Diese Tasten müsst ihr euch belegen, um das durchzuschalten. Und zwar sucht ihr nach den folgenden Steuerungseinstellungen. Ihr sucht nach Range Selector Next und Previous. Im echten Flugzeug ist es, soweit ich weiß und wenn ich das Handbuch richtig verstanden habe, auf einer
naja, Drehachse oder sowas des Schubhebels. Oh, ich muss mein Track Guy A wieder anmachen. Ihr seht, der Schubhebel ist hier so ein Knauf und wenn ich den Knauf drehe, dann kann ich wohl die Range verstellen. So, ich bleib mal auf dieser Einstellung und fliege der MiG mal ein wenig hinterher. Ich hoffe, sie hängt mich nicht ab. Wir zoomen da auch gerade mal noch ein bisschen rein, denn sie ist jetzt ungefähr 4000 Fuß entfernt. War voll die gute Idee, sie durch Wolken fliegen zu lassen. Ihr seht, wie die Flügelspitzen, wenn ich es denn schaffen würde, es gerade da drauf zu halten, so gerade eben den Kreis berühren. Das heißt, sie ist jetzt noch ungefähr 4000 Fuß entfernt. Wenn sie gleich die T-Spitzen berühren, sind es schon nur noch 1800 Fuß und so bei 1250 schießen wir dann nochmal. Ich glaube, ich habe sie ein bisschen schnell eingestellt. 300 Knoten ist schon gar nicht mehr so langsam für die CN101 und ich muss trotzdem Vollgas geben, um weiter ranzukommen. In der Theorie habe ich die MiG auch so eingestellt, dass die jetzt nicht groß rummanövriert oder ausweicht. Ich meine, ich möchte euch hier zeigen, wie das funktioniert und nicht jetzt direkt einen richtigen Luftkampf fliegen. So ganz langsam kommen wir näher ran, das ist immer noch ein bisschen zu weit weg, ist also weiter als 1800 Fuß. Ich gehe schon mal in die nächste Einstellung, bei der möchte ich quasi schießen, das sind 1250 Fuß. Das heißt, sobald die Flügelspitzen von der MiG das äußere Ende dieser beiden umgedrehten Ts berühren, werde ich schießen. Okay, was auch immer da jetzt für eine Textur reingesprungen ist. So, jetzt ist sie doch langsam so breit wie die Ts. Und ihr seht, der Treffer hat gesessen. Wir kommen sogar langsam noch näher ran. Zu nah, wenn sie ihre Bremse ausfährt. Okay, so viel zu den Luftkampfwaffen, zu den hitzesuchenden Raketen und der umschnallbaren Bordkanone, hätte ich jetzt beinahe gesagt. In der Theorie fehlt noch die Sea Eagle. Die Sea Eagle werden wir in einem komplett gesonderten Teil behandeln. Schlicht und einfach, da sie, naja, ich sag mal, etwas exotisch ist. So, einmal alles wieder sichern hier. Warum ist die Sea Eagle exotisch? Naja, eigentlich ist sie nicht exotisch. Sie ist ein Seezielflugkörper, aber sie wird momentan auf sehr exotische Art und Weise benutzt, da ihr einen speziellen Wegpunkt im Missionseditor setzen müsst. Ich weiß nicht, ob dieses System, so wie AviDev das jetzt implementiert hat, mit dem Wegpunkt Bestand hat in der Zukunft. Ich vermute ganz, ganz stark, dass sich das in naher Zukunft ändern wird und daher möchte ich das in einen separaten Teil auslagern. Da eben dieser Teil mit der Sea Eagle wahrscheinlich sehr, sehr schnell obsolet werden wird, im Gegensatz zum Rest des Crashkurses. So, jetzt aber genug geplappert. Ich verabschiede mich für heute an dieser Stelle. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren der Waffen in der CC und sage bis zum nächsten Mal. Bis dann!